Was mache ich, wenn ich muss nüssen? Dann kannst du mir einfach Bescheid geben und dann kannst du in meine Hand nüssen. Und dann verkaufe ich es dann für so viel Geld im Internet. Vor ein paar Jahren hat es Schlagzeile gegeben, dass wir zwei das neue Schweizer Traumperli sind. Meine Mutter hat sich sehr gefreut. Deine? Ich glaube, sie hat es gar nicht gewusst. Ich sage dir, ich weiss, meine Mutter sagt, ah ja, ein Moslem und dann ist auch noch Arzt. Und dann war es aber so, ja, nein. Schade. Hast denn du jetzt eigentlich eine Freundin, weißt du das? Nein. Bist du auf der Suche? Nein, so etwas bin ich nie auf der Suche. Das kommt. Aber willst du eine Freundin oder denkst du so, ah, Also ich bin happy, so wie es jetzt ist, bin zufrieden, aber es ist das Schönste, wenn du eine Freundin hast, von dem bin ich offen. Du bist Arzt. Hörst du ab und zu von Frauen, dass sie sagen, oh, ich glaube, ich habe einen Knoten in der Brust, kannst du mal schauen? Wenn wir uns im Ausgang wieder treffen, ich würde das fix nicht den ersten Fünften. Was ist dein Icebreaker, also, wenn du ein Girl willst approachen? Ich habe nicht einen gewissen Spruch. Ich lerne einfach die Situation dann darauf wirken, wenn ich es im Restaurant sehe oder irgendwo, dann frage ich sie, ja, ob ich sich auf etwas einlade oder so. Eigentlich völlig klassisch langweilig. Bist du schon mal abgeblitzt? Ja, sicher. Bei wem? Das habe ich verdrängt. Du bist Arzt, aber sitzt jetzt eigentlich immer noch auf dem Spitzensport. Mhm. Ab wann kann ich mich anmelden zu einer Sprechstunde? Wie lange geht das jetzt noch? Das kannst du jetzt schon. Ah, wirklich? Das ist einfach keine offizielle Sprechstunde. Nice one. Tust du deine Augenbrauen selber zupfen? In der Mitte schon, außen nicht. Wer zupft deine Augenbrauen? Mein Barber. Wie häufig gehst du in die Dentalhygiene? Einmal im Jahr. Weißt du in- und auswendig, wie viele Zähne du im Maul hast? 32. Würdest du mich heiraten? Klar! Das ist zu lang gegangen. Das ist jetzt so lang gegangen, Scheiße! Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich bin sehr froh. Also, ich bin nicht froh, dass wir am Ende angelangt sind. Ich bin froh, dass du da bist. Mhm. Wenn du möchtest, darfst du mir auch noch eine Frage stellen. Willst du mich heiraten? Auf jeden Fall! Gut. Sehr gern. Gut. Mann, danke, Karin. Gerne. Danke dir, Namaste. Danke. Du, es sind gar keine Sexfragen gekommen. Willst du eine Sexfrage?